teach you something you won't forget. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit meinem Bruder Psychogear. Hallo. Und endlich drehte sich mal wieder um Redstone-Angelegenheiten. Wir waren relativ lange inaktiv. War schon eine Zeit lang her. Ja, wir haben ein wenig pausiert, um unsere Kreativität nicht komplett auszuschöpfen. Nein, eigentlich hatten wir keine Lust und Zeit, irgendwas zu machen. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, wie kann man es auch nennen. Hat es jetzt ein bisschen gedauert, bis wir das nächste Projekt vorstellen. Und zwar befinden wir uns hier auf dem Redstone World Server von einem Kumpel, dem Robert. Ist ein ziemlich lustiger Server. Hier kann man auf Plots, auf relativ großen Plots, wie ihr sehen könnt, das ist jetzt ein großer Plot von mir, seine Konstrukte bauen. Ist, glaube ich, soweit ich weiß, der einzige oder einer der wenigen deutschsprachigen Redstone-Servern, bei dem sich alles wirklich um Redstone dreht. Hier laufen ziemlich viele coole... Nicht unbedingt nur alles, es gibt auch eine Survival-World, aber im Prinzip ist das Grund, die Grundstruktur dreht sich halt eben um Redstone. Ja. Auf jeden Fall kann man hier ziemlich gut bauen. Man hat ziemlich viele Features mit Plugins und Wordedit kann man auch nutzen. Ist also alles da, was man braucht. Soweit ich das verstanden habe, kann man eventuell später sogar mit Command-Blocks arbeiten. Wenn die das irgendwie ans Laufen kriegen, das scheint denen momentan noch zu unsicher zu sein, aber... Ja, die bauen gerade nämlich den Server ein klein wenig um. Das heißt, auch ein paar Plugins funktionieren nicht richtig. Deswegen müssen wir eventuell auch nachher den Tag-Nacht-Zyklus per Hand umsetzen, weil das eben nicht richtig funktioniert, die automatische Umsetzung. Und ja, es kommen auch noch ein paar andere Welten dazu. Unter anderem halt eben, wie gesagt, auch Command-Blocks. Das heißt, da kann man auch experimentieren. Und ja, das kann man hier momentan noch nicht machen. Dafür muss man Operator sein. Das heißt, wir sind zwar momentan Operator, um die Zeit umsetzen zu können, aber es ist wirklich nur... vorübergehend, damit wir dieses Video aufnehmen können. Sonst könnte man es eigentlich nicht. Ja. Naja, wie auch immer, wir haben hier ein neues Projekt erstellt. Und zwar können sich ja die meisten, die unsere Videos kennen, an den Word-Prozessor erinnern, den wir gebaut haben. Wir haben ja zwei Versionen gebaut. Mit diesem Word-Prozessor konnte man Buchstaben schreiben auf einem Display und bearbeiten, also quasi ein Textverarbeitungsprogramm in Minecraft. Das Ganze haben wir jetzt hier nochmal gebaut, im Prinzip, mit nur einer Zeile. Aber das Besondere an diesem System ist, dass man die Symbole bearbeiten kann von dem geschriebenen Text. Das heißt, wir haben hier ein Textverarbeitungsprogramm, bei dem man in Echtzeit die Pixel von den Symbolen umändern kann und diese dann auch auf den kompletten Text abgeändert werden. Das heißt, wenn wir einen bestimmten Buchstaben verändern, also ein bestimmtes Binärsignal verändern, dann werden alle Buchstaben, die bereits geschrieben worden sind, mit diesem Binärsignal abgeändert. Das heißt, dann werden die auch automatisch auf dem Display ersetzt durch das neue Zeichen. Ja, also im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen wie bei den normalen Textverarbeitungsprogrammen mit einer neuen Schriftart, die ihr hinzuladet. Die genau. Sozusagen alle bereits geschriebenen Buchstaben in diese Schriftart umändert. Genau, richtig. Das Ganze funktioniert einwandfrei. Es gibt, soweit wir feststellen konnten, keine Bugs. Es läuft flüssig und relativ schnell sogar. Wir haben ziemlich wenig Verzögerung im System drin, obwohl das relativ groß geworden ist. Ein wenig, ja. Wahrscheinlich auch Möglichkeiten, das kleiner zu bauen, aber wir haben einfach drauf losgebaut mit dem System, wie wir es kennen von unserem alten Word-Prozessor. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich fliege hier einmal rum, um zu zeigen, wie groß das ist. Ja, hier hinten kommen noch Leitungen raus, die nichts machen, aber ist ja auch Wurst. Wir reden ja wieder über irgendeine GPU. Ja. So. Das ist das ganze System. Ach, hier hinten bei... wo ist es? Ich kann ja meinen Kompass zum Fortbewegen nutzen. Hier vorne, das Löschen oder was das hier ist. Was war das nochmal? Löschen, ne? Löschen und freigeben. Okay. Eine Festplatte. Aber ist ja Wurst. Wir erklären euch nachher noch, wie alle Komponenten funktionieren und was ist. Erstmal... führen wir euch das System vor, würde ich sagen. Ja, aber ich würde sagen, wir bauen das Ganze auf dem Word-Prozessor auf. Das heißt, wir werden jetzt nicht nochmal alles erklären, wie der Word-Prozessor funktioniert, oder? Ne, wir machen jetzt einfach einen Einstieg hier bei dem, was wir als Neuerung haben, quasi. Genau. So. Ja, gut. Also die erste Änderung ist, wir haben keine komplette Tastatur, sondern eine 4-Bit-Anwählfläche. Und zwar wäre es ansonsten einfach viel zu groß geworden. Und so ist es halt eben viel simpler und so ist dann auch das Abspeichern von neuen Symbolen einfach viel einfacher geworden. Genau, das Problem ist nämlich, wenn wir eine Tastatur bauen mit Schildern, wo zum Beispiel dann der Knopf A
ein Schild mit einem A hat, damit man weiß, dass man ein A einspeichert, und man das Symbol von einem A in ein anderes Symbol umändert, dann ist es ja nicht mehr das A, dann ist es ja was Neues. Das heißt, wir bräuchten dann quasi auch eine Anzeige über den Knöpfen, welches Symbol das jetzt ist. Und das geht natürlich nicht, weil wir ja auch Symbole erstellen können, die es im echten Leben gar nicht gibt, die man auf Filtern nicht anzeigen kann. Deswegen ist es in Vanilla nicht möglich, das mit einer Tastatur zu machen und in Echtzeit anzeigen zu lassen. Deswegen haben wir uns entschieden, einfach 4 Bit als Einwahl, Frequenz wollte ich jetzt schon sagen, aber als einfach, dass man die Bitzahl auswählen kann und dann damit arbeitet. Ja, und dann heißt es, man zählt also sozusagen von rechts hoch, das heißt, rechts der erste Bit ist das A. Also im Prinzip, wenn man das von vornherein lädt, ist das erste das A, beziehungsweise die 1. Und dann geht es halt eben im Bit zählweise weiter mit 2, 3, 4 bis hoch. Also im Binärsignal ist das dann hier die 2, die 3, die 3 wäre dann das C, dann hätten wir hier das D, E, F und so weiter. Das ist jetzt einfach so festgelegt von uns, es hat keinen. Es ist jetzt nicht das ATSI-Code-Gedöns, was es am PC gibt. Es ist einfach nur ganz klar festgelegt, A ist das der erste Bit und Z ist dann der 26. Also die 26. Kombination. Und ja. 16. ne? 16. Das Z? 26. Achso, nee, wir haben ja nur 16. Genau, wir haben nämlich nur 16 Bits, beziehungsweise 16 Kombinationen, den 4 Bits. Und das reicht aber im Prinzip auch vollkommen aus, denn wir haben ja 7 Einspeicherstellen, 7 Slots sozusagen, die man reinschreiben kann. Man hat 16 Möglichkeiten, Buchstaben zu schreiben. Das heißt, im Prinzip kann man alles schreiben, was man möchte. Man muss halt eben nur die richtigen Buchstaben an die richtige Stelle speichern. Ja. Das heißt, im Prinzip reicht das dann aus. Es ist halt eben nur nicht so praktisch, wie wenn wir 5 oder 6 Bits hätten, aber ist ja im Prinzip zu Vorführungszwecken auch egal. So, schöne Grüße an Jennifer, die ist gerade online gekommen. Also wenn du dir das Video anguckst. Ich kann gerade leider nicht mit dir schreiben. Wir nehmen hier gerade noch auf. Womit fangen wir an? Wir fangen am besten an mit dem einfachen Schreiben von Symbolen, würde ich sagen. Genau, ja. Das heißt, wir können jetzt hier einen einfachen Text schreiben. Weißt du das binäre Signal für H auswendig? H, ja, ist nur der erste Bit, also beziehungsweise der vierte. Okay, dann schreiben wir mal. Wenn man drückt, dann kommt das H auf den Bildschirm und der Cursor geht nach rechts. Genau, wie gehabt bei jedem anderen System auch. Das heißt, wir haben eine Erkennung, dass ein Input gekommen ist. Das H wird in der Festplatte abgespeichert vom System und der Cursor springt eins nach rechts. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade an dieser Stelle, um weiter zu bearbeiten. Jetzt können wir jetzt hier ein A abspeichern. Die Kombination kenne ich auch selber. Ja. So. Dann haben wir hier A stehen. Wir haben gezählt, es sind ungefähr 4 Sekunden, die das System braucht, um die Informationen von der Tastatur bis zum Display zu verarbeiten. Ich setze jetzt mal die Zeit auf Tag. So, das heißt, das sind ungefähr 40 Ticks, 40 bis 50 Ticks. Ist für die Größe des Systems gar nicht mal so langsam. Hätte schneller sein können, wenn wir nicht so viele Fackeln verbaut hätten, aber hilft alles nichts. Wir haben versucht einzusparen und es läuft einiges. So, L. Das heißt, das L müsste dann diese Kombination sein, ne? Ja, ich glaube schon. Wenn ich nee, das ist K, das ist K. Oh. Mist, dann kann ich euch auch direkt zeigen, dass man in dem System überschreiben kann. Überschreiben geht, ne? Überschreiben geht, ja. Man springt. Man kann kein Leerzeichen auf einen Buchstaben setzen, weil der durch die Tatsache, dass da ein Bit entsteht, dass ein Bit drin ist, erkennt er, dass da ein Buchstabe kommt und dann überschreibt er. Das geht nicht mit leer, weil dann ist kein Bit aktiv. Ja. Aber was sollst du? Dann ist L ist dann das hier. Hast du Schreiben gedrückt? Nee, mach ich jetzt. Wunderbar. Ist immer kompliziert, wenn man zu zweit an einem System ist, weiß man nie, macht der eine das jetzt oder der andere oder wie auch immer. Ist doch beim Bauen sehr lustig. Ja. Wenn man meint, der andere baut irgendwas, dann baut man das selber nicht und der andere ist davon ausgegangen, dass man das selber baut. Das ist alles ein bisschen, naja. So, das O bräuchten wir jetzt. Ist der letzte Buchstabe alles komplett an. So. Ach lustig, wir haben, ja stimmt. Geht ja nur bis O. Ja. So, hallo steht da jetzt. Perfekt. Wir haben euch demonstriert, das System funktioniert. Wir können wunderbar schreiben. Wir können natürlich jetzt nur in diese eine Zeile schreiben. In unserem anderen Word-Prozessor hatten wir jetzt 2 Zeilen auf dem Display und man konnte noch scrollen durch die Zeilen bis zur 6. Zeile. Das geht jetzt hier nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Das Ganze dient ja nur als Vorführung, dass es funktioniert und was man damit machen kann. So, dann würde ich sagen, ändern wir einfach mal das A um. Nee, wir können das jetzt im Prinzip jetzt so machen. Nee, warte kurz, wir können das anders machen. Und zwar können wir nämlich jetzt sozusagen dahinter ein Ausrufezeichen setzen.
Und das haben wir natürlich nicht eingespeichert. Allerdings haben wir jetzt die Buchstaben H, A, L, L und O verwendet. Das heißt, wir können einfach ein anderes Binärsignal nehmen, zum Beispiel das von B, und setzen das dahinter. Das heißt, wir schreiben jetzt ein B dahinter. Das ist jetzt ein C. Da hast du auch wieder recht, danke. Entschuldigung. Haben wir jetzt ein C dahinter, das haben wir auch nicht gebraucht, ist ja egal. Und jetzt ändern wir das C um in ein Ausrufezeichen. Das machen wir Genau. hier. Vielleicht machst du ein bisschen du, dann kannst du das beste Video zeigen. Ja, wir haben nämlich jetzt hier links, wie ihr sehen könnt, ein Bearbeitungsfeld. Quasi eine grafische Oberfläche, wo man Pixel bearbeiten kann, wie bei Paint. Ihr seht diese vier Lampen am Rand, die zeigen an, in welchem Pixel man sich befindet, im Fadenkreuzbetrieb, im Prinzip. Das heißt, wir befinden uns gerade an dieser Stelle da. Also wenn wir jetzt einen Pixel anwählen, würde der an der Stelle da umgeändert werden. Aber wir wollen ja ein Ausrufezeichen haben. Das heißt, wir setzen das mal, obwohl eigentlich hätte ich da bleiben können, ist aber auch Wurst. Wir fangen aber einfach mal ganz oben an. Wir können hier mit diesen vier Tasten durch dieses Display schalten, wie mit einem Koordinatensystem. Und jetzt kann ich an dieser oberen Stelle den Pixel umschalten. Hier steht jetzt Pixel an abwählen. Und jetzt wird da oben der Pixel erscheinen, genau. Jetzt gehe ich einfach eine Position weiter nach unten. Kann da auch wieder den Pixel anwählen. Nur zur Erklärung, das kann man im Prinzip viel schneller machen. Das zeigen wir jetzt halt nur langsam, damit man sieht, wie es passiert. Genau, obwohl jetzt gerade irgendwie nichts passiert ist. Hat der Doch. Knopf. Ah doch, oh, jetzt habe ich ihn wieder abgewählt. Oh, scheiße. Warte. So, Ich der ist glaube, jetzt das aber lädt bei mir schon nicht richtig. Ah, schnell. jetzt. Bei mir So. war der auch nicht da. Na egal. Ich mache es nochmal ein bisschen schneller. Das Ding ist nämlich, das System funktioniert ziemlich schnell, nur die Übertragung zum Display funktioniert langsam. Deswegen kann man hier schon vorarbeiten quasi, bevor das Output auf dem Display überhaupt kommt. Das heißt, es wird quasi gepuffert, aber es kommt tatsächlich so, wie man es eingegeben hat. Man kann zweimal hintereinander den Knopf drücken. Man wird dann zwar die Eingabe nicht direkt sehen, aber er wird dann auch zweimal nach unten springen. So, und da haben wir unser Ausrufezeichen. Kann man, ja, geht so erkennen. Ist aber ein Ausrufezeichen auf jeden Fall. Und wir wollen dieses Ausrufezeichen jetzt gerne als C abspeichern, damit das C überschrieben wird als Ausrufezeichen. Das Binärsignal von C haben wir ja jetzt hier schon an den Lampen drin. Das heißt, wir sagen ihm jetzt, über dieses Binärsignal soll er das Symbol abspeichern. Und dann wird automatisch das C rechts durch ein Ausrufezeichen ersetzt. Kurz rausgeflogen, aus welchem Grund auch immer. So, und ihr seht, da steht Hallo mit einem Ausrufezeichen. Hat wunderbar funktioniert. Hätten wir jetzt noch mehrere Cs hier im System gehabt, wären die alle umgeändert worden auf dieses Ausrufezeichen, weil ja jetzt das Binärsignal vom C das Symbol Ausrufezeichen beinhaltet. Genau, können wir jetzt mal ganz kurz zeigen direkt. Wenn wir jetzt mal wieder das L überschreiben, das ist das H. K, das ist das hier, das ist genau das Gegenteil vom C, aber egal. Und wenn wir das jetzt überschreiben mit was anderem, können wir nämlich zum Beispiel auch kurz die Funktion zeigen, Pixel invertieren. Das heißt, alle Pixel werden umgedreht, die an sind, gehen aus und die aus sind, gehen an. Und zwar da links im Bearbeitungsbildschirm. So, ihr könnt sehen, alle Pixel haben jetzt quasi einen negierten Zustand, sind spiegelverkehrt wie vorher. Also die, die aus sind, sind an und die, die an sind, sind aus. Scheiße. Ja gut, Ich hätte es auch nicht und mal jetzt. wiederholen müssen, was du gerade schon gesagt hast. Und Aber. ja, dann speichern wir das jetzt mal als L ab. Abspeichern, dann werden beide Ls, die da auf dem Bildschirm angezeigt werden, mit dem neuen Symbol ersetzt. So, tada, das neue Symbol wird angezeigt. Das heißt, es ist jetzt kein L mehr, das ist jetzt ein ziemlich hässliches W oder was auch immer. Wie gesagt, das ist einfach nur, um seiner Kreativität freien Lauf lassen zu können, dass man in Echtzeit die Symbole abarbeitet, abändert und dass die dann auch direkt angezeigt werden. Das heißt, ja, einen wirklichen Nutzen hat das Ganze ja auch nicht. Also es ist einfach nur aus Spaß und der Freude entstanden. Ja, gibt es sonst noch was zu erklären? Wir haben eine Schnellbearbeitungsfunktion Festplatte löschen. Mit dieser Funktion kann man die gesamte Festplatte einfach löschen, ja, wie der Name schon sagt. Aber Ich bevor du das machst, können wir ganz kurz zeigen, man kann das Alphabet wieder neu laden. Das heißt, wir haben eine Funktion. Wenn man diesen Knopf hier drückt, dann werden alle Buchstaben wieder auf ihren Ursprungszustand zurückgesetzt. Das heißt, wenn wir es jetzt hier drücken, kommt wieder das Hallo C. Müsste jedenfalls. Genau, da ist es. Perfekt. Und dann gibt es hier noch diese kleine Möglichkeit, hier auf dem Bearbeitungsbildschirm alle Pixel auszuschalten. Damit, wenn man sehr viele Pixel anhatte, damit man nicht alle mühsam einzeln abwählen muss, sondern die werden Genau. jetzt einfach alle ausgeschaltet. Genau.
So, jetzt haben wir das Alphabet wieder neu geladen. Das heißt, auf der Seite haben wir jetzt, glaube ich, alle Funktionen abgearbeitet, ne? Genau, ja. Alphabet laden, Pixel invertieren, alle Pixel ausschalten, Pixel an abwählen und Symbol abspeichern. Die Funktionen haben wir alle erklärt. Und jetzt kommen wir hier zu der Funktion Festplatte löschen. Das normale Löschen hatten wir ja schon gesagt, dass das funktioniert. Ihr geht einfach auf einen Buchstaben drauf. Mache ich jetzt einfach mal auf das C. Bin mit dem Cursor 1 nach links gegangen, dann wird das C angewählt. Na komm, passiert da nichts? Da ist es. Ah ja, oh, jetzt hat Ich er das zweimal. zweimal. Ja, irgendwie ist der Server, der ist ein bisschen komisch, der Server, muss ich sagen, von der Reaktionszeit her. Aber Wahrscheinlich ich daran, glaube, das dass die liegt daran, Targets dass, umgeschrieben werden, ne? ja, die sind nämlich gerade in der Bearbeitungsphase. An sich ist das eigentlich normalerweise kein Problem, aber gerade hatten wir eben auch das mit dem einen Pixel. Das ist ein bisschen seltsam. Naja, nichtsdestotrotz, wir können jetzt das Symbol löschen. Und tada, es verschwindet. Man kann also einzelne Buchstaben einfach so löschen. Das ist auch eine Möglichkeit, um ein Leerzeichen zu bekommen. Ja, Und wir also im können. Prinzip, man kann auch das Leerzeichen überschreiben. Das heißt, man kann auch 0000 belegen mit einem Buchstaben, den kann man dann auch verwenden. Mit dem kann man allerdings nicht überschreiben. Das ist dann das einzige Problem mit dem System momentan, aber naja. Wie auch immer, auf jeden Fall können wir hier mit der Funktion die gesamte Festplatte löschen. Dann ist halt Bildschirm wieder clean. Dann ist auch nichts mehr auf dem Bildschirm drauf. Dann werden alle Buchstaben, die bis jetzt geschrieben worden sind, rausgelöscht. Und der Cursor springt zurück an die erste Position. Ja, das war's zur Funktionsweise. Beziehungsweise zur Vorstellung. Jetzt können wir euch mal zeigen, wie das hier im Einzelnen funktioniert, was wir gebaut haben. Und zwar haben wir hinter dem Display, wie immer bei unseren Word-Prozessoren, unsere ROM-Einheiten. Jetzt ist allerdings die Besonderheit da, dass es jetzt keine ROM-Einheiten mehr sind, sondern es ist jetzt ein RAM. Wir haben nämlich jetzt ja, belegbaren Speicher. Eine ROM-Einheit zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie nicht vom System veränderbar ist, wie eine CD-ROM. Kann also nicht im Nachhinein nochmal beschrieben werden. Also klar gibt es auch wiederverwendbare CD-ROMs, aber das System kann nicht in Echtzeit auf diesen Speicher zugreifen, sondern das sind statische, ja, Festlegung, wie sowas. sind, ja, man kann sie nicht mehr nachträglich bearbeiten. In diesem Fall hier kann man sie schon bearbeiten, deswegen ist es eine RAM-Einheit. Das heißt, hier sind quasi die Informationen hinterlegt, welche Pixel angehen sollen bei welchem Binärcode. Das heißt, wir haben wie immer hinter den RAM-Einheiten unseren Decoder. Hier hinten ist er, der das Binärsignal aus der Festplatte, wo dann der Binärcode eingespeichert ist, ausliest und immer genau einen Platz freigibt. Natürlich der dem Binärsignal entspricht. Das ist hier in dem Fall das A, also der unterste. Der 0000. Also keinen Binärcode an. Da wir den auch benutzen können, gibt es dafür eine extra RAM-Einheit. Also einen extra Decoderplatz und eine extra Zufuhr zum Display. Und über diese Leitungen liegen die einzelnen Pixel, die angesteuert werden können. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Querstreben, die durch die RAM-Einheit geleitet werden. Und diese Leitungen beinhalten die Informationen, ob der Pixel bei dem jeweiligen Binärsignal an ist oder aus. Ja, das war ziemlich einfach zu bauen in diesem Fall, weil die Dinger auf diese Querstreben auf der anderen Seite wieder rauskommen. Das heißt, man kann die ROM-Einheiten wirklich nebeneinander so bauen, dass wenn man in dem Speicher hinten einen Pixel ändert, dass der für alle ROM-Einheiten dann gültig ist. Und ja, das heißt im Prinzip, wenn alle Querstreben an sind, sind alle Pixel an, beziehungsweise können alle Pixel angeschaltet werden. Und je nachdem, welchen Buchstaben man einschalten will, werden dann halt eben hier die jeweiligen Querstreben für den jeweiligen ROM-Speicherplatz freigegeben. Genau. Hier hinten haben wir jetzt die Speicher, wo die Pixel abgespeichert werden für den jeweiligen Binärcode. Das heißt, wir haben jetzt hier für 0000 ist kein Pixel eingespeichert, deswegen sind hier in diesen RS-Knowledges keine Informationen eingelagert, alle Leitungen sind aus. Obwohl das ja auch wieder eine Information ist. Also ich meine, an und aus sind ja beides Informationen, von daher ist hier schon was eingespeichert, aber ja, kein eingeschalteter Pixel. Ja, hier vorne haben wir das System, was war das jetzt hier? Das ist das System für die Pixel, die auf dem Bearbeitungsdisplay angezeigt werden. Das sind die Redstone-Blöcke hier. Wenn man also Pixel auf dem Bearbeitungsdisplay an- und ausschaltet, dann werden diese Redstone-Blöcke rausgeschoben oder reingezogen. Und dementsprechend ist das dann quasi das Spiegelbild von dem, was man da oben auf dem Display sieht. Das ist dann hier quasi in einmal flach auf dem Boden die Informationen nebeneinander.
Die werden nicht nur auf dem Bildschirm ausgegeben, sondern diese Redstone-Blöcke, von da aus kommt auch direkt das Signal, dass dann in die ROM gespeichert wird. Genau. Hier eingespeichert wird und dann in diese ROM-Einheiten eingeladen wird. Das heißt, wir bearbeiten es auf dem Display, die Redstone-Blöcke werden rausgeschoben für den jeweiligen Pixel. Dann wird das einmal nach oben geleitet, damit man die Änderung auf dem Bearbeitungsdisplay sehen kann. Und die Leitungen werden abgezweigt in die Pixel für die Buchstaben. Jetzt ist die Besonderheit, dass natürlich nicht sofort abgespeichert werden soll, weil man soll ja zuerst entscheiden, in welches Binärsignal man überhaupt abspeichern will. Das kann man ja sicher aussuchen, ob man jetzt zum Beispiel das kleine A in das Binärsignal von einem A einspeichern will oder von einem B. Das ist einem mehr freigestellt. Deswegen besteht zwar die Möglichkeit, dass es reingeschrieben wird, diese sind allerdings erstmal alle gesperrt, solange bis man ein Binärsignal freigibt. Und das geschieht hier hinten auf der anderen Seite. Da haben wir nochmal einen gesonderten Decoder. Das müsste der hier sein, genau. Ich komme hier nicht mehr raus, scheiße. Dieser Decoder macht genau das gleiche wie der große da vorne. Der dekodiert das Binärsignal, was oben in den Hebeln eingespeichert ist. Und gibt dann die jeweilige Zeile frei. Das ist in dem Fall, was haben wir hier? Das L. Das L, genau. Das L ist gerade in den Hebeln eingespeichert, deswegen ist hier die Strebe für L freigegeben. Und wenn wir jetzt den Knopf drücken, überschreiben, dann werden die Pistons hier rausgezogen. Weil das L im Decoder freigegeben ist, kann der Strom hier durchlaufen. Also das Redstone wird aktiviert. Und dadurch wird dann die Blockierung von den Leitungen hier genommen, die von unten von den bearbeitenden Redstone-Blöcken kommt. Und dadurch werden dann hier in die RS-Knowledges die Informationen reingeschrieben, die dann die RAM-Einheiten verändern. Das heißt, dann werden hier die Informationen verändert, die dann nachher in der RAM die Pixel nach oben leiten in das Display. Genau, eigentlich relativ simpel. Ich wollte nur kurz hier sagen, hier vorne wird dann sozusagen gleichzeitig gelöscht und eingeschrieben. Das wird dann sozusagen garantieren, dass wirklich nur die Pixel reingeladen werden, die auch ausgewählt worden sind. Ansonsten wird man ja einfach nur weitere Pixel hinzuladen, aber das heißt, hier wird gleichzeitig gelöscht und geschrieben und wir haben es irgendwie zufälligerweise genau so getimt, dass im Endeffekt nur die Pixel reingeschrieben werden, die dann auch ausgewählt waren. Ich habe vergessen, wieder auf Tag zu setzen. Es war gerade ziemlich dunkel, aber ich hoffe, ihr seht alles im Video. War es ja nicht. Ja, doch, es war schon dunkel, aber ist auch egal. Wenn ich es sehe, dann müssen die Leute im Video es ja auch sehen können. Im Prinzip, ja. So, was war das hier für eine Leitung? Diese Leitung hier löscht einfach generell die Pixel aus den jeweiligen... Nee, das ist die Zurücklöschfunktion, das ist Alphabet. Das heißt, ach so! Hier unten ist alles löschen, weil 0000 nicht belegt ist, da ist nichts drauf. Ja, okay, ah, gut. Hier, da wird das A reingeladen, das heißt, hier seht ihr, wie dann sozusagen das Alphabet komplett neu geladen wird. Das heißt, da wo die Pistons sind, da wird der Bit rausgelöscht, falls einer drin sein sollte. Und da wo die Repeater in diese Blöcke reingehen, da wird der Bit reingesetzt, falls keiner drin sein sollte. Das heißt, entweder wird das dann überschrieben oder reingesetzt, beziehungsweise wird es gelöscht. Oh, jetzt gerade kriege ich hier Meldungen über irgendwelche... Was hat er gesagt? Ich hätte mein Headset ausgesteckt. Hä, was macht er da? Ist der doof? Ja. Mein PC spinnt gerade so ein bisschen rum. Also ich höre dich noch, dein Headset ist noch drin. Ja, nee, ich habe irgendwie... Meine Soundkarte kann zwei Eingangsbuchsen für ein Gerät belegen und irgendwie wackelt das manchmal so ein bisschen und dann... kriege ich ständig Meldungen, dass ein Stecker gezogen wurde oder ein Stecker reingesetzt worden ist. Das ist ein bisschen scheiße. Ja, auf jeden Fall funktioniert so das System. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Hier unten die ganzen Leitungen sind einfach nur die Zufuhr von den Knöpfen, die wir hier oben gebaut haben, in das System rein. Ja. Die werden dann zu den jeweiligen Aktionen geführt, wo sie was machen sollen. Alles ziemlich simpel und klein gehalten, finde ich. Ja, das ist jetzt nicht das Schnellste, wir haben auch nicht mit Sofort-Repeatern gearbeitet, sondern mit normalen Repeatern. Deswegen erklärt sich auch die 4-5 Sekunden Reaktionszeit, aber... Ey, das gibt's doch nicht. Ja. Schon wieder. Das kommt bestimmt gleich nochmal. Ist ja im Prinzip aber auch nicht so wichtig, ne? Was denn? Ja, deine Meldungen hier irgendwie vom Google. Ja, aber bei mir schließe ich die ganze Zeit Minecraft. Also, das krieg ja die ganze Zeit die Informationen, das. Ah, das gibt's doch nicht. Kann der jetzt mal aufhören? Wenn ich das jetzt beende. Ey. Ich muss versuchen, das rauszuschneiden. Naja, ich kann es leider nicht schließen, aber es müsste jetzt eigentlich funktionieren. So. Na gut. Ja, wenn ihr euch das ganze Ding angucken wollt, kommt auf den Server. Die Server-IP werde ich, denke ich, mal die ganze Zeit oben im Video einblenden. Ist ein echt geiler Server. Hier stehen ziemlich viele coole Sachen rum.
Es gibt ein paar größere Projekte. Ach mein Gott, kann der jetzt mal aufhören hier mit dieser Scheißmeldung? Wie soll ich denn aufnehmen, wenn das hier ständig kommt? Meine Fresse. Tut mir leid. Ah, Kacke, ich hasse sowas, wenn alles nicht nach Plan läuft. Also jetzt langsam kriege ich echt einen Rappel hier. Ich kann so nicht aufnehmen, es bringt nichts. Naja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Schnitt, bevor mein System mich hier komplett kirre macht. Bist du auch noch da? Ja, ja, ich bin da. Gut, alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, wartet bis zum nächsten Video. Das wird noch eventuell ein paar Tage dauern, weil wir ja gerade nicht so wirklich in Aufnahmestimmung sind. Aber ihr könnt euch auf weitere Videos mit Redstone und mit meinem Bruder freuen. Wahrscheinlich wird der in nächster Zukunft auch wieder Videos machen, wenn er mal wieder einen neuen PC hat. Ja, das ist die Frage. Irgendwann in naher Zukunft. Ja, also da kommt auf jeden Fall noch was. Die Frage ist nur, wann. Ja. Da hinten seht ihr übrigens das Hangman, was er auf dem ORE-Server gebaut hat. Das bauen wir hier gerade auch nochmal. Allerdings ist es noch nicht ganz fertig. Aber es ist komplett mit... War das jetzt mit Sofort-Repeater? Nee, ne? Das ist mit Sofort-Repeater, ja. Okay, dann ist dieses System hier fast instant. Was? Ach, dann können wir... Nee, das passt ja jetzt hier nicht so rein, ne? Die Instant ROM. Ah doch, die können wir kurz zeigen. Oder sollen wir ein extra Video dafür machen? Weiß nicht. Oh, wir machen ein extra Video dafür. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, diese Meldung von meinem Stecker da kommt die ganze Zeit. Das machen wir in einem anderen Video. Na gut, Leute, dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, dann schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ja. Macht es gut. Tschüss.